So, hallo und willkommen zurück. Erstmal danke für die ganzen coolen Kommentare in letzter Zeit. Genau, Däumchen, richtig. Ich habe ein, hallo, ein Kommentar und zwar vom Ronny zum Beispiel direkt umgesetzt. Und zwar habe ich die Dinger jetzt benannt. Haha. Und um das zu zeigen, das macht es wirklich einfacher. Und zwar die Verbinder einfach mit Namen kennzeichnen, genauso wie die Turrets und so. Eindeutig mit Farben. Jetzt hier in dem Fall, ne? Verbinder grün. Heißt für mich, zack, zack. Ich brauche erstmal ein paar. Ja, ich will immer die falsche Inventartaste drücken. Ich brauche ein paar Resis. Obwohl, die kann ich eigentlich direkt am Verbinder holen. Sicher war das jetzt? Grün. Schwupps. Das ist der hier. Ich weiß, ich habe mir absichtlich angeschossen. Steelplate, alles klar. Steel. Nehmen wir einen Zehner, tun die weg. Die müssten sich eigentlich jetzt weggeholt werden. Oh. Perfekt, alles wieder heile. Gut, was ich jetzt machen will, ich will ein neues Bohrgerät. Ja, hatten wir ja drüber gesprochen. Das Ding geht nicht. Und ich brauche eine Menge Resis. Wie man eben gesehen hat, ich habe Superkontaktor gebaut, 1000 Stück. Das ist aber trotzdem noch lange nicht ausreichend. Ne? Da 1000 Stück, genau. Ich meine, es waren immer 1000. Dann können wir mal gucken, was die. Was so, nee, Warp Drive. Jump Drive, ne? Jump. Jump. MP. So. Jump Drive. Kostet mich 1000 Superconductor. Das war also richtig. Deshalb muss ich jetzt neu anfangen zu bauen. Das heißt für mich, ich muss mir ein paar Sachen zusammensuchen. Landing Gear brauche ich erstmal. Dann brauche ich eine Batterie. Ja, ne? Ich könnte es doch eigentlich auch mit dem Connector machen, oder? Nö, ich brauche nur erstmal ein Landing Gear zum Anfang. So, zack, nochmal drücken und dann habe ich ein kleines. Und jetzt muss ich mir ein Bohrgerät bauen. Am besten sowas wie eine Drohne. Also direkt drohnenmäßig herstellen. Toll. Eins. Batsch. Okay, ist angedockt. Okay, dann brauche ich dafür jetzt Würfel, Light Armor. Das brauche ich. Ich brauche Thrusters. Haben wir hier. Ich brauche Cargo. Cargos. Large, Medium. Large gibt nicht für Schiffchen. Was brauche ich noch? Ich brauche Batterie. Doch eben schon gesagt. Und was brauche ich noch? Genau, ich brauche eine Remote Control. Ich will sie nämlich auch gleich als Drohne konzipieren. Ich brauche einen Large Reactor. Drill, 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 Drill. Drill, genau. Den da nehme ich. Und jetzt bauen wir einfach mal drauf los. Nee, ich fange bestimmt nicht mit dem Bohrer an. Achso, ja, genau. Cockpit. Ja, KOK. Nö. Wo waren sie denn? Wo waren sie denn? Control Station. Light Cockpit. Passenger Sitz. So, das Ding. So, alles klar. Zwei Würfelchen. Wollen wir mal anfangen. Ach, komm mal auf mich zu trollen. Da. Wollen wir das Jetpack anschmeißen? You need a steel plate. Alles klärchen. Eigentlich hätte ich näher hier ran gemusst. Wisst ihr was? Das machen wir auch direkt. Zack. Damit ich nicht immer so weit laufen muss. Okay. 2, 1. Wenn ich jetzt die richtige Taste drücke, sollte das funktionieren. So. Patsch. Okay, angedockt. Und jetzt brauche ich erstmal Steel Plates. Steel Plates. So, ein paar hundert Stück. In Ordnung. Jetzt fangen wir nochmal an. Ja. So, ich mache mal ein höheres Türmchen. Boing. Ziehe ich das hier raus. Auf welche Höhe denn? So ungefähr. So. Das ist jetzt meine Aufhängung, an der ich anfange zu frickeln. Nur noch ein tiefer? Oder bleiben wir auf der? Wir bleiben auf der Höhe. Gut, okay. Mach ich weiter.
Cockpit. Cockpit ist eine gute Idee. Jo, machen wir. Ich habe gesagt 2, danke. Nehmen wir die 6. Klatschen uns erstmal ein Cockpit dahin. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Mit dem Cockpit zu beginnen. Ah, ich glaube, das funktioniert. Setzen wir es eins höher. Ja, so. Cockpit. Hey, haben wir. Wie mache ich weiter? Cockpit. Das hat ja 2 kleine Anschlüsse, ne? Lass mich mal schauen. Alles klar, was ich hier alles aussuche. Ja, genau. Genau mittig. Das heißt, ich brauche noch Conveyor-Anschlüsse. Habe ich da noch irgendwas frei? Ja, das Cockpit kann ich dafür nehmen. Small Conveyor. Wenn ich den nehme, kann ich den durchwählen. Das war hier, ne? Ja, genau. Interior Plate brauche ich dafür. Alles klar. Deal. Perfekt. Ups, da ist er. Okay, also mittig. Das heißt da, ne? Ich glaube, wäre besser, wenn ich das mal fertig schweiße. Na egal. Komm, dann machen wir mal eben. Gucken. Computer, Display, Motor und den ganzen Schmarrn. 100 weg. Das, das, das und das sollte eigentlich passen. Ja, das war klar. Bulletproof Glass. Mhm. Nicht wundern, ich suche immer über Steel, weil dann komme ich da raus, wo ich die Sachen habe. Was will er denn jetzt noch? Ich habe zu wenig Computer. Och Mann. Dann gib mir halt nochmal einen 10er. So, Dankeschön. Bulletproof Glass. Ich brauche noch Bulletproof Glass. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Ente. Sehr schön. Jetzt kann ich hier nämlich... Ja, dafür brauche ich irgendwelche Rohre. So, da habe ich jetzt die Konnektoren. Wenn ich jetzt... Also ich habe das vor, das Ding soll letztendlich autonom sein. Aber natürlich nicht ausschließlich. Das ist so der Punkt. Passt das? Es passt. Okay, da kriege ich jetzt gerade keinen hin. Oder kriege ich da einen hin? Das könnte sogar passen. Super. Nö, dann habe ich nichts dagegen. Ich will ein dicke Ding bauen. Ja, ich will jetzt endlich mal richtig meinen. Den habe ich falsch platziert. Was ist das Problem, wenn ich nach unten hin hätte? 4. Wohin habe ich sie jetzt? Links und rechts, ne? Passt schon, denke ich. Okay. Die Cargos. Boing. So, dann brauche ich Batterien. Und ich will aber lieber eher einen Reaktor, ganz ehrlich. 8 fetten Reaktor. Ja, das ist nur ein Problem jetzt. Den da richtig anzupolen. Ich muss die Sachen fertig schweißen. Ich kann das sonst nicht sehen. So ein Pro bin ich auch nicht. Okay, ich brauche Motoren und Construction Components. 100 Motoren. 200 Construction Komponenten. Sehr gut. Computer werde ich noch brauchen. So. Deal. Computer. Noni. Okay. Das passt jetzt. Jo, das passt. Okay. Ey. Ich dachte, ich hätte auch fertig. 8. Geht auf, was ich mir gedacht habe. Das ist schön. Nur kriege ich es dann nicht nach unten, ne? Der hat nur links, rechts. Gibt es noch einen? Ja, der hat ja... Der hat so... Warum hat der das nicht? Nee, der hat nur an der Achse. Immer voll dämlich. Ja, muss ich den irgendwie anders befüllen? Das Scheibenkleister ist das. Das will ich so nicht. Ganz ehrlich nicht. Aber der Reaktor zählt als Ja.
Er hat es nur auf den gegenüberliegenden Achsen. Das ist doof. Das ist sacke doof. Oh. Was ist denn, wenn ich sag, ich kann den echt nicht umswitchen? Ich will das haben wie bei dem ganz Großen. Naja, wer sagt, dass der oben nicht noch was hat? Ne, hat er nicht. Ja, aber er muss in die Mitte. Möglichst weit und gezielt. Da muss ich da mit einem Conveyor-System arbeiten. Geht nicht anders. So. Super. Und der kostet mich jetzt wieder ein Heidengeld, ne? Was kostet er? 95 Reaktorkomponenten. Das geht eigentlich. Ja, da muss ich welche bauen. Produktion. Produktion. Wo sind sie denn? Da. 110 Iron. Gravel. Ich glaube, ich habe kein Silber. Nee. Egal. Muss ich da gleich nochmal mit dem alten raus. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Der Reaktor muss ja jetzt nicht unbedingt fertig gebaut werden. Boah, was ein Freeze. Ja, wie gesagt, Autosave habe ich wieder eingeschaltet. So, jetzt müssen wir uns um die Transportgeschichten kümmern. Wir müssen also viel Hebepower dran kriegen. Und dann soll das Ding auch noch schön werden. Ich weiß nicht, wie ich euch das zusammencutte. Aber irgendwie werde ich das zusammencutten. Vielleicht, keine Ahnung, ich muss gucken. Kriegen wir aber schön hin. Wisst ihr was? Aber erstmal mache ich noch einen Connector. Heißt der Connector auch hier, ja, ne? Erstmal klatsch mir da noch einen Connector drunter. Ich finde, das ist eine gute Idee. So. Small Steel Tube. Irgendwann hat man dann alles in der Tasche, was man so braucht. So. Jo. Ich will nämlich hier die Bohrer dran haben. Oder mache ich die Bohrer nach unten? Oh, gute Frage, nächste Frage. Nee, ich mache vorne die Bohrer dran. Aber diesmal, wie ich schon mal angekündigt habe, mit genug Schub, um in jede Richtung Höhe und Kraft zu halten. Ja, wieder festgepackt. Dann hilft nur Shredpack. 6, bitte. War doch hier, ne? Ja, ich glaube, hier ist der an. K. Nee, ich würde gern den da nehmen, weil ich kann da noch was anderes ja durchleiten, falls es mal notwendig wird. So, 7. Du halten. Seitwärts da dran. Kriegen wir das hin? Mein Freund? Wollen wir das so machen? Ich denke, so geht das, oder? Ja. So sollte das funktionieren. Den anderen mache ich später, wenn der Kran weg ist. Obwohl. Das sollte auch gehen. So und so. Genau. Haben wir schon mal 3 Bohrer. Ist ich denn jetzt da richtig verbunden? Ja, sieht gut aus. Haben wir schon mal 3, aber wir brauchen ja mehr. Soll ja keine schlappe Hannes werden. Okay. Jetzt ziehe ich hier Conveyor hoch. Ja. Ups. Conveyor, Conveyor. Conveyor und hier mache ich dann. Okay, das sind Conveyor und das sind. Na, wie heißen die Dinger nochmal? Conveyor Tube, okay. Ja. Genau nehmen wir es hier ja nicht.
Oh, cool. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Muss ich die nochmal verbinden? 6, danke. Und da der Conveyor selbst. Ich möchte die Möglichkeit haben, da Sachen auch noch durchzuleiten. Okay. Okay, das scheint zu funktionieren. Muss ich gleich echt noch mit dem Alten los und Silber besorgen. Oh, verdammt. Keine Ahnung, wo mein ganzes Silber geblieben ist. Das könnte ein bisschen eng werden, glaube ich. Wow, ups. Ah, oder? Ne, es haut hin. So hätte ich es gern. So, Lazio, Kontrakten, Komponenten, machen wir das mal eben. Steel, Large Tubes, Construction Komponenten. Rillt mich der ja nur. So, Construction Komponenten, Stahlplatten. Okay. Und Komponenten wieder. Ja, so gefällt mir das deutlich besser, auch von der Geschwindigkeit des Welders. Okay. Jetzt kommt die Kür. Triebwerke. Da müssen ganz schön viele Triebwerke dran. Wenn ich überlege. Überlege. Ich muss eine Menge Triebwerke dran kriegen. Das Ganze soll auch noch recht hübsch verpackt werden. Also ich sag jetzt mal, brauche in alle Richtungen die gleichen Triebwerksmengen, damit die Möhre nicht mehr abkippt. Da fängt dann hier schon das Problem an mit der Antriebseinheit, obwohl wir können ja ein bisschen daneben gehen, ne? Würde das noch funktionieren? Ich denke, ja. Wir werden es probieren. Bob. Es geht jetzt hier nicht, okay. Das gleich machen wir dann für rückwärts. So, okay. Muss man eben hier umhängen, das muss ja auch machbar sein, ne? Ich glaube, das sollte gehen, so wie ich mir das vorstelle. So. Schlechter Anfang. Na, stürzt und alles ein oder nicht? Nee. Hält. Eingeritt. Oh, ja, war ja klar. In dem Moment muss es lecken wegen Aufnahme. Wegen Aufnahme nicht, sondern weil er saved. Der olle Schlumpf. Solche Fälle habe ich in Spezialgefährt. Komm her, Muli. Wo ist denn dein Cockpit? Muli, da. Okay, kurze Orientierung. Ding, 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 ding. On und off. Und jetzt aus der Parkposition raus. Wow. Alles klar. Läuft. Hat der Muli etwa einen Erdscanner? Ist ja unsinnig, brauche er doch gar nicht. Wo habe ich denn die Kamera? Ah ja, perfekt. Bisschen aufrichten. Bisschen schubsen, P drücken. So. Wow, wow, wow. Was ist denn da jetzt zerfetzt? Triebwerksschaden, ne? Mal ganz schnell ein Landing Gear drunter schrauben. Bei bitte, danke. Kann nicht so schwer sein. Darf ich da nicht drunter schrauben?
da weggefetzt? Na komm, bevor es weg ist. Ja, ich habe keine verlängerten Füße mehr dran. Das ist nicht so schlau. So, jetzt kippen wir ein bisschen. Das Gerät ja gerne gerade abstellen. Langsam, langsam. Einmal schauen. Gerade sieht anders aus. Hier aus der Parkposition. Sollte doch eigentlich gelockt haben, hat es aber nicht. Verrückt. Egal, dafür haben wir unseren Muli. Der hat genug Power für solche Aktionen. Aber der schon alles weggeschleppt hat. Ich erinnere damals an die ganze Antriebssektion von der ersten Raketenabteilung. Tonnen über Tonnen. Hat der gar keinen Vertrag mit. Parkmodus. 9, 8. Und raus. So, Muli. Holy moly. Bin ich jetzt gelockt? Wird hoffen. Ich werde die jetzt mal eben fertig schweißen. Ja, wir sind gelockt. So, perfekt. Heißt. Ja, ich weiß. Ich habe mich nur mal kurz reingesetzt. Ich wollte mal reingucken. Naja, wir haben uns hier ein bisschen was weggefetzt. Ist schon okay. So, 3. Aber jetzt haben wir ihn richtig stehen, wie es stehen ist. Ich muss mir das beim Anfang noch überdenken. Mit dem Starten. Irgendwie wird voll gar nicht drauf. So, jetzt haben wir vorwärts, rückwärts. Das ist geklärt. Die Dinger haben genug Power. Das Problem, was ich jetzt noch habe, ist aufwärts und abwärts. Die brauchen wir definitiv. Metal Grids. Motoren, also ein Zeug. Als Motoren, Tubes, Komponenten. Motor, Construction Component. Motor. Davon auf jeden Fall. Und das. Geht das jetzt? Schick. Was fehlt dem denn jetzt? Immer noch Motoren? Deck. Junge, Junge, ich glaube, da muss ich noch welche produzieren. Jo, Motoren werden ein Problem. Ja. No Motoren. Production. 1000 Motoren, bitte. Nickel sollte eigentlich gehen. Läuft. Medium Cargo Container 7. Keine Ahnung, wo der steht, aber ich habe die Motoren gekriegt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist aus dem Fahrzeug. Fired empty. Das sind die Motoren, die ich gerade produziere. Sehr schön. Oh, da geht aber auch richtig zügig. Oh, wo ist der Cargo, wo ich gerade dran war? Da, hier. Komme ich da nicht mehr dran? Jetzt komme ich da wieder dran. Ah, okay. Das ist irgendwo mit einem kleinen Conveyor-Anschluss. Wenn ich die Sachen nicht durchkriege, die einen großen benötigen. Ich sehe schon. Okay. Na dann. Nehme ich mir hier mal, was ich nehmen kann. Nee, komm, hör auf. Ich nehme alles. Ich klicke mir einfach nochmal einen Huni rüber. So. Oh Mann. Ich und Inventare, ich und Ordnung. Puh.
So, okay. Vorwärts, rückwärts. Sollte reichen. Ob die Bohrer das noch abdecken? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Jetzt habe ich das Problem, dass ich hoch und runter bauen muss. Hoch? Jo, okay. Kann ich da machen. Bin ich mir da einverstanden. Da auch. Mehr brauche ich nicht. Dann brauche ich für runter ebenfalls. Wie gesagt, das Ding soll sich super easy fliegen lassen. Sprich, in alle erdenklichen Richtungen steuerbar sein. Ist denn, wenn ich die weiter auseinanderziehe, müsste auch gehen. Okay, ich drücke mich hier quer durch die Geschichte. Vor allen Dingen aus dem Spiel raus. Wenn ich die weiter rausziehe, das ganze Gerät etwas länger mache. Komme ich dann damit klar? Ja, Metal Grid und so ein Zeug. Hole ich mir hier. So. Weiß mal da rein. Gleich Tasche voll. Nicht so gut. Ups. Da. Ja, schweiß da rein. So, weg ist das Zeug. Okay. Also hoch habe ich jetzt. Wenn ich runter hier hin klatsche. So. Auch nicht schlecht, oder? Nur Stahlplatten drin. Wäre viel cooler, wenn ich die alle hier reinkriege, ne? Ist schon, was ich meine. Zwei, drei. Da geht hier aber gerade nichts, weil wegen geht nicht. Also muss ich zusehen, dass ich hier irgendwie verlängert bekomme. Schickmann kann ich jetzt später immer noch, beziehungsweise wird es auch gemacht. Das Ding soll richtig schick werden. 3. Bin ich zu doof, eine 3 zu drücken? Drücke immer die 4 um, Mann. Ich bin aus irgendeinem Grund auseinander durcheinander gekommen. Genau. Warum dreht der das denn selbstständig, der Senkel? So. Genau, drück mal da die ganzen Komponenten rein. Höhentechnisch sollte das hin. Breite vielleicht nicht, aber da muss ich noch einen Motor beipacken. Halb so wild. Ja, dreh mal. Ju. Das geht. Das geht, das geht, das geht. Dann will ich das auch so haben. Voll der Tastatursalat hier. Puh, dann mache ich das ja, ne? Dann muckeln wir das. Anschluss und 3 Blöcke weiter. Läuft. Blopp. 2, 2. So. Okay. 3. Lack wohl an mir. Wo hab ich denn jetzt? Ja, komm. Ja. Ein Ingenieur, der ins Loch tritt. Läuft. Mal gucken, ob die gleich hoch sind. Oh, ich glaube, das ist in Ordnung. Okay. Du musst nochmal weg. Entschuldigung. Weiß ich den auch mal direkt fertig. Klar, dann fehlt es ihm wieder an irgendetwas. So.
Hoch runter. Vorne hoch, hinten runter. Alles klar. Das ist das, was ich wissen wollte. Runter. So, okay. Wir haben vorwärts, wir haben hoch, wir haben runter. Jetzt fehlt natürlich noch zurück und links und rechts. Ei, caramba. Links und rechts wird noch ein Problem. Aber ich will, das Ding soll richtig gut navigierbar sein. Bin gespannt, ob ich das hinkriege. Soll ein Träumchen sein, damit farmen zu gehen. Deshalb der Aufwand. Ich will auch nicht zu weit aus dem Bohrergeschehen raus. Ja, was? Ich nehme es vorwärts. Einfach in Eimer voll klein. Ich kriege ja ein großes, kriege ich hin. Damit habe ich gar kein Problem. Glaube ich. Naja. Wenn das Spiel mich lässt. Da geht's nicht dazwischen. Warum geht denn das nicht dazwischen? Aber da drauf. Ne, da geht's jetzt auch nicht mehr drauf. Okay. Wie wär's denn, wenn man sagt, man zieht hier eine Unterstützung? Ja, natürlich. Warum musst du dich auch noch da oben setzen? Hast du da gerade eingesetzt? Ah, wer weiß. Wo der wieder auftaucht. So. Da bin ich ja mal gespannt. Mache ich da einen großen hin und los? Machen wir einfach kleine. Sollte doch auch funktionieren. Ah, da hat er sich versteckt. Deswegen geht's auch nicht. Mach mal. Hätte ich denn erlaubt, da rumzugammeln? Hüpf. Ja, ich habe meine Leisten mal aufgeräumt. Das ist jetzt aber wirklich semi-uncool. Aha, gut, da geht er hin. Okay. Machen wir vielleicht noch zwei kleine dazu, falls der Schub nicht reicht. Links und rechts haben wir jetzt auch drin. Bin ich ja mal gespannt. Ich weiß nur, teil mal ab. Ja, das hier sind ja nur... Müssen wir noch schick machen, das geht so nicht. Wie hatte ich das damals bei dem LP-Miner gemacht? So? Wie mache ich die Maustaste, um ein neues Modell zu kriegen? Und dann... holen wir uns von hier aus die Verstrebung. Ja. Wie ziehen wir dann... wo ist da? Wo ist die Rampe? Da ist die Rampe. So. Sitzt ja genau mittig auf den Container. Jetzt schleifen wir uns wieder weg. Und switchen den dahin. So. Genau, dann haben wir jetzt da schon mal eine Strebe. Zumindest eine logische Erklärung, woher die Haltung kommt. Das ist ja hier. Uah. So, jetzt müssen wir ein bisschen schick machen. So, hätte ich gerne ein bisschen schick. Okay, was haben wir denn da noch? Bin ich das wieder, ne? Würde ich gern gucken, wenn ich den da, also erstmal muss ich hier unbedingt neu sortieren. G. Shift 1. So, pass mal auf. Shift 2. Landing Gears weg, Character Tools. Elite Welder und was habe ich denn für einen Grinder? Den da, ne? So. Das gerne etwas anders.